Was geht ab, meine OZ-Fighters? Sarie, Freunde, heute spielen wir Uigoku in einem interessanten Setup. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Was meine ich damit? Ich werde reingehen in den Kampf mit Jiren, Uigoku und Zenkai Vegeta Blue. Ich bin theoretisch in dem, God Key Saiyan Setup. Jiren ist auf dem Leader Sword, bekommt deswegen alle Z-Fähigkeiten, auch wenn er sie nicht mitbekommen würde. Und ich gehe ja mit den drei oberen Charakteren rein. Ich tue hier zum einen Uigoku Zenkai buffen. Einmal durch den Super Saiyan Goku da unten. Das heißt, er bekommt hier einen Zenkai-Buff. Und zum anderen gibt dieser EX Cyborg 13 Basis Schlagangriff und Verteidigung von Element Rot oder Grün 50%. 50 saftige Prozent auf Uigokus Schlagangriff. Aber auch für Zenkai Vegeta Blue hier an der Stelle. Und deswegen bin ich mit den Ausrüstungen folgendermaßen gegangen. Fokus auf Schlagangriff im Prinzip. Why oder wie? Das gibt zum einen, ich hatte halt einen guten Roll, sage ich mal, Awake, deswegen nehme ich das gerne mit einfach auf ihn. Das gibt gut Schlagangriff, bisschen Crit, Schlagverteidigung. Das hier ist richtig gut in Bezug auf Fokus auf Schlagangriff, denn das gibt auf Platz 3, wenn Vegeta Clan Kampfmitglied ist, und das ist ja der Fall mit Zenkai Vegeta Blue, Schlagangriff 10,55%, aber auf den reinen Schlagangriff im Kampf. Das heißt, wenn alle anderen Effekte drauf, so oder so drauf verrechnet wurden, was meine ich damit? Beispielsweise, das hier gibt ja Basis Fernangriff und Basis Schlagverteidigung. Und das ist ein Unterschied. Das gibt Platz 3, gibt nämlich nicht Basis Schlagangriff. Basis Schlagangriff wäre im Prinzip auf seinen Basis Schlagangriffswert der Prozentsatz der Ausrüstung. Aber das ist mit der Ausrüstung nicht der Fall, sondern es gibt auf den reinen Schlagangriff 10,55%. Also auch, nachdem die, wie gesagt, die Effekte im Kampf von den anderen Fähigkeiten sofort verrechnet wurden. So, dann habe ich doch das hier an der Stelle, Platin Equipment, ja, für Universal Saga gibt auch auf Platz 3. Gut, Schlagangriff, sage ich mal, bei mir ist leider noch nicht so gut gerollt, aber sei es drum. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich mit dem Team eher auf Schlagangriff orientiert, auch Schiene habe ich so ein Schlagangriff-Equipment gegeben. Und dann würde ich mal gucken und sagen, wir gucken uns das Ganze im PvP an, let's go. Also gut, Freunde, wir haben ja nicht so viel Auswahl und der Gegner weiß auch in so einem Setup, okay, ich gehe mit den oberen Charakteren rein, das heißt, er kann mich theoretisch easy peasy kontern. Aber wichtig ist, mit Jiren finde ich Rising Rush Pressure. Ja, er hat eine Endurance, wenn der Gegner Rising Rush aktiviert, UI als Last Man, das heißt, theoretisch schmeiße ich Jiren in den Rising Rush rein oder falls ich mir den Zergel aufheben will. Haha, komm ran. Ohnmacht, please. Nein, schade. Oder falls mir den Zergel aufheben will, schmeiß ich Zenkai Vegeta Blue rein. Bin so auf den Schlagangstschaden gespannt. Okay. Okay, Konter. Mit dem Frame Drop, ey, was war das? Hallo? Oh mein Gott, mein Handy ist einfach am... Hä? So angeschlossen, was ist da los? Kannst du wieder... What? Also ich habe gerade in Real Life krasse Frame Drops, ey. Krass. Aber ihr seht alles gut sicherlich, ja, ja. Okay, der Psycho tut weh natürlich, deswegen gehen wir mal hier so raus. Schon die Main aktiviert. Wow, okay, krass. Relativ früh, sehr früh sogar. Jetzt warte ich erstmal ab, bis mein Jiren ab ist, damit ich den bei einem Rising Rush Prozessor reinballern kann einfach. Aber die Main kam früh. Oh mein Gott, das hast du echt gemacht? So, der ist ja aus UI raus, deswegen muss ich mir keine Sorgen machen auf einen Deckungswechsel. Ah, wieso hat das kein Dragon Ball? Okay, da kam mein Keycharge nicht rein. Kann er ihn finishen? Der ist schon tanky, Vegeta. Aber ich senke halbhaft. Nein, dein Ernst? Oh, Konter, easy peasy. GG, dankeschön. Ein Leben hat er nur noch. Schnell angreifen hier. Nochmal Taps, zack, raus mit dir. Gucken, was geht. Nichts geht. Hehe. Das gewinne ich automatisch. Krass. Was für ein Psycho. Ich mache Tap, damit er nicht wechseln kann in der Wii mit einem Deckungswechsel. Was für ein Psycho. Ich gehe sofort drauf. Oh, das kann er kontern oder jetzt Rising Rushen, je nachdem, für was sich entscheidet. Konter, okay.
Wie gesagt, ich habe noch meinen Jiren. Au. Ich habe so hart und oft von Jiren gesprochen, dann lass Jiren das Ganze mal finishen und Cannon machen. Ich wollte einen LF raushauen, schade. Okay. Oh, der hat Ultra Kaioken Goku Blue. Das wird überhaupt nicht gut wegen meinem Jiren. Er hat auch Jiren, okay. Ja, TOP-Team spielt er. Logischerweise. Fängt mit dem Blauen an. Er nimmt Ui nicht mit, okay. Also ja, Logo, er weiß ja, wenn ich nehme, deswegen kann er mich einfach Color kontern. Deswegen ist eigentlich, je mehr FIFA man hat, desto besser. Das ist so ein Showcase-Team, was ich gerade spiele, ja. Mit dem Zenkai-Buff auf Ui auch. War schon ein bisschen verdächtig, dass er da mit... What the flip war das denn? Ja, bei Jim wäre es brutal, wenn er Super Dragon 6 nach dem Grün ignorieren würde, aber er macht das nicht. Bleib mal stehen, Menacing Lee. Mid-Range Strikey. Egal, gegen den Psycho habe ich ja Ui Goku, alles gut. Bisschen zurück, falls eine grüne kommt. Konnte ich. Da hat jetzt Glück, dass er da nicht gedodged ist. Oh, es. Ah, ich hätte den Rising rushen sollen. Verdammt. Ich hätte den Rising rushen sollen, den kalten Goku. Geht man? Schwarz. Hä? Was war das? Okay. Daumen hoch für Ui. Ciao. Er hat natürlich Jiren reingeballert, ey, aber was war denn das? Der hat mich sein Konter rausgebracht. Lol, es hat nicht gereicht einfach. Egal, mein Jiren hat jetzt trotzdem Endurance und wurde auch gebufft. Ey, was ist das? Wieso hängt das auf einmal so? Hä? Okay, wir haben ihn bekommen. Schirm wurde gut gebufft, ey. Gucken, was für ein Damage der an den Vegeta macht. Ob er ihn runternimmt. Ja, Schirm bekommt echt gute Buffs, nachdem der Gegner einen RR aktiviert hat. Ah, war, der hat den nicht gefinisht und jetzt kann er sich transformieren. Jiren, du Lappen. Ich nehm's zurück. Spaß, Jiren King. Oh, das tut weh. Das tut weh, Part 2. Oh. Ja, okay, diesen Kampf haben wir dank Jiren gewonnen, definitiv. Also ihr wisst, ne, Jiren hat auch noch Endurance.
Das heißt, falls er wieder ein RR hat, ball ich einfach Jiren rein. Ah, war jetzt mein Endurance weg. Ja, okay, Glück muss man haben, ey, Digi. Glück muss man haben, echt. Holz mal ab, bitte. GG. Okay. Sagen wir rüber zum nächsten Kampf. Okay, Freunde, da seid ihr. Wo seid ihr? Tatsächlich mal kein Uigoku-Spieler. Hä, hey, das ist immer krass, dass wirklich so ein OG-Team hier am Start ist. LF, Vegeta und Goku Blue in einem quasi Sonfam-Setup reingeballert einfach. Mit ich habe keine Ahnung, was Great Salmon drauf hat. Ne? Wirklich keine Ahnung. Er geht rot-rot-lila rein. Interessant, wirklich. Trank hier nicht mal auf Senkai 7 oder so. Hätte ich nicht erwartet. Ah, vielleicht jemand, der nur angefangen hat. Jetzt mal auf den Schlag gespannt von Goku, weil wie gesagt, wir haben Senkai-Buff plus diese brutale Sie-Fähigkeit plus unsere Equipments. Und wir hatten hier 4 Schlagangriffe. Ja, war in Ordnung. Wow, hey, ich hab einmal... Ja, manchmal, keiner weiß, ob das Ding das registriert oder nicht, ey. So, ich hab das Gefühl, es gibt Input-Delays. Sehr gut gemacht. 3 Millionen HP, ja. Finishen werde ich den auf jeden Fall nicht. Ne, 2-1 füge ich den nicht rein. Das ist jetzt nicht so gut, die Main. Sag mal, wie lange ist die Kackkarte versiegelt, ey? Das gibt's doch nicht. Egal, Jiren lassen wir auf Petto für den RR. GG, jetzt habe ich Jiren Endurance, also das heißt, er überlebt es, plus er wird gebufft durch seine Fähigkeiten. Sehr gut. Sehr gut. Und ich hatte noch theoretisch als Last Man Endurance mit Ui. Okay. Schrei nicht so, Jiren. Okay. Lass mal so rausgehen. Und jetzt Main aktivieren, Super der Engstwechsel ignorieren. Bin mir ziemlich sicher, dass Jiren das eigentlich auch ignorieren sollte. Na, geh einfach mal so drauf. Danach brette ich sofort die blaue Karte raus. Einfach raushauen, falls er was macht. Wenn nicht. Boah, haben wir ihn noch dann. Gott sei Dank auch so bekommen. Nice. Bleibt mein Menacing nicht stehen, weil ich mein Konto noch habe. Jetzt nicht mehr, jetzt kann ich raus. Der kriegt wahrscheinlich seine Main. Yes. Konter, let's go! Da bin ich schön rausgekommen, deswegen so nach vorne sollten, wie gesagt, aus der Weite. Dann machen wir mal RR drauf. Weil er könnte auf einen Schlagangriff Deckungsechse bei einem Vegeta rausgehen. Ich hatte keine Lust zu droppen unseren Fort. Einfach RR raus, hatte ich ja parat. Nehmen wir an. Okay, nice. Ja, jetzt kann ich eigentlich ganz entspannt Uigoku als Last Man Charakter lassen. Oh, der hat mich da. Das war falsch. Wegen der Endurance. Okay. Wir machen mal die Ruhe jetzt mit den Voice Drops. Nice. Okay.
What? Okay. GG. Der gesidestep, hätte ich nicht gedacht. Okay, korrekt. War doch ein guter Kampf tatsächlich. Also gut, Freunde, lasst uns das hier zum letzten Kampf machen. Mehr oder weniger so, ja, Variation von Mono Purple Mix. Purple, Wii rein, Godkey, der blaue Boy hier. Der Vegeta. Okay. Dann Öko auf 3 Sterne. Okay, let's go. Leute, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen oder im Endeffekt gerne ein Abo da lassen, wenn ihr das Ganze unterstützen mögt. Wir sind vor den 50.000 Abonnenten. Wäre cool, wenn wir das während des Jubiläums erreichen könnten. Droppt der? Ah, es sah so aus. Er hat es wahrscheinlich überlegt. Bleibt noch drin. Okay. Drop? Nee. Er hat keine Lust zu droppen. Ich nehme meine Wii raus hier. He's just standing there menacingly. So, was war's? Mal ja, top oder mal. Konter ich, let's go. Dann gehe ich mal raus. Mach den hier. Tap, 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 nice. Ich warte, dass einer switcht. Okay. Shiden, wenn der muss doch sicherlich Super der X6 mit der Main ignorieren, oder? Was? Nein? Dein Ernst? Dein Ernst? Ich spiele Shiden selten. Sag mal, kann Shiden keinen Super der X6 ignorieren? Das ist ja grausam. Der muss das doch irgendwie können, oder nicht? Hm. Oh, knappes Ding. Hätte der sein Konto da nicht, wäre es böse ausgegangen. Ich will natürlich immer noch Shiden behalten, wegen seiner... Komm, den Finish zu. Wegen seinen... RL Endurance. Let's go! Gib mir deinen Dodge einfach. Oh! Egal, nicht schlimm ist darum, weil... Ist das Jiren Endurance? Ich kämpfe die ganze Zeit mit Jiren, wenn er drauf geht, hat Ui Goku Endurance. Okay, alles gut. Jiren wurde jetzt so hart gebufft. Und das ist dann ein GG, Leute. Okay, so viel zum heutigen PvP-Video dann. Wir haben von Jiren schon gut was gesehen, finde ich, oder? Schon, definitiv. Aber ja, also Shiden Uikombo ist echt geil. Weil Shiden hat einfach ein krankes Rising Rush Pressure für den Gegner. Der Gegner muss sich gut überlegen, wann er Rising Rush, ob er Rising Rush, wen er Rising Rush, weil dann gibt er halt Shiden seine Buffs und sein Fort plus die Endurance. Aber Shiden, die Legende, ja, schrei du weiter hier. Der kann echt nicht Super Decken 6 ignorieren, dein Ernst? Habe ich da was verpasst? Warte mal, Leute, hier, bla. Ne, durch die Grüne auch nicht. Der kann durch die Grüne den Gegner, in Ohnmacht versetzen. Nicht mal durch die Main. Nicht mal durch die Main ignoriert der Super Decken 6. Das ist krass.
Ich hätte echt zumindest gedacht, dass der irgendwie Superdeckensechsel ignorieren kann. Wow. Hier, Aktionen, die beim gegnerischen Deckensechsel für den Gegner aktiviert werden, bleiben wirkungslos. Das kann er erst machen nach einem Rising Rush. Ah, wow. Erst nach dem Rising Rush vom Gegner macht er das für 30 Zeiteinheiten. Verstehe. Das habe ich total vergessen, tatsächlich. Müll. Naja, was soll's. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace. Next time you ain't won't be around.